Steht das hier? Achso, ich dachte, hätte er sein können. 4 Megabyte. Ja, ich glaube, der hätte ich verbraucht. Warte mal kurz, würde mich ja mal interessieren. Was? Es gibt Systemanforderungen.com für alle Spiele, die Systemanforderungen. Also Minimum 1 Megabyte Grafikspeicher. Empfohlen 1 Megabyte. Das ist echt ein Witz. Empfohlene Systemvoraussetzung 120 MHz für den Prozessor. Mein Handy hat 4 Kerne, 1000. Und das ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Handy. So, ich sollte dich erschießen, aber ich bin neugierig, was du mir zu sagen hast. Du kannst mich mal, gleich kriegst du ein Kugelfrühstück, Arschloch. Wo stehe ich denn gerade? Ach so, ich stehe direkt vor ihm, ne? Ein ganzer MB. Damals braucht man einen. Wobei man sagen muss, dass es für die Zeit, als es rauskam, 98, jetzt auch wirklich grafisch nicht mehr. Also damals war es schon kein besonders gut aussehendes Spiel. Also ich meine, Super Mario 64 kam 96. Also es ist, ja. Ach was? Zwei Jahre später kam schon die PlayStation 2. Naja. Ich verfehle 95% Trefferchance. Ich glaube, ich schieße direkt auf sie. Weil der macht sowieso keinen Schaden. War ja bei Diablo 2 zum Beispiel ja ebenso. Das war ja auch so ein bisschen die Zeit. Und Diablo 2 war ja auch, als es rauskam, schon nicht mehr besonders hübsch. Selbes gilt eigentlich für alle Blizzard-Spiele, die dann so kamen. Ne? Warcraft 3 war nicht besonders hübsch. World of Warcraft war nicht besonders hübsch. Aber muss ja auch gar nicht unbedingt. Kann ich mal eben warten, bis alle wieder voll sind? Dauert wahrscheinlich eine Weile, aber ich mach das mal eben. Die anderen Fallout-Teile 3 und 4 sind ja auch nicht besonders hübsch.
Naja, muss ja auch nicht unbedingt. Muss ja auch nicht. Barackenschlüssel für Bunker 15. Ein Scharfschützengewehr. Na, das ist doch mal geil. So, und da haben wir die Tochter. Was war das? Das ist eine Falle ausgelöst, hält ein Treffer, 14 Trefferpunkte, okay. Haha, ja. Kann ich nur empfehlen. Kauf Tassen. Weiß nicht, ob unbedingt die. Wobei ich die schon besonders schick finde. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann im Stream. Besonders mit dieser Kuh, wo man aufpassen muss, ob man von Twitch gebannt wird. Ah, die habe ich ja schon auf dem Stream gezeigt. Ich finde die super. Wenn du versuchst, mich zu vergewaltigen, kannst du deine Eier bald als Fliege tragen, verstanden? Fliege? Ja, ein nettes Kleidungsstück, das man dekorativ um den Hals trägt. Es ist wie ein Halstuch für Männer. Und jetzt stell dir vor, ich trete dich so, dass dir deine Dinger hinterher am Hals hängen, kapiert? Kannst du mir ungefähr vorstellen, bitte tu mir nicht weh. Okay, also warum bist du hier? Ich möchte wissen, wer du bist und was hier los ist. Kurz gesagt, ich bin Chrissy. Ich bin aus der illegalen Siedlung. Letzte Woche fand ich beim Erkunden der Gegend diesen Eingang da draußen. Ich dachte, es wäre eine verlassene Mine oder sowas, also wollte ich es näher betrachten. Aber es war keine Mine, sondern ein geheimer Eingang am Bunker 5, in Bunker 15. Der Bunker wird von einer Bande Gangster, den Khans, die gibt es auch in New Vegas, als Unterschlupf genutzt. Sie haben mich erwischt, als ich mich hier umsah. Und ihr Anführer Darion hat mich dann hier einsperren lassen. Die Leute aus der Siedlung schützen diese Typen, indem sie ihnen helfen, den Bunker geheim zu halten. Sie wissen nicht, was hier wirklich los ist. Darion hat uns gesagt, dass der Bunker repariert wird, sodass wir bald einen sicheren Wohnort mit ausreichend Essen und Wasser haben. Aber das ist alles gelogen. Ich war da drin und habe mich umgeschaut. Der Bunker ist tot und die Nahrungs- und Wassermaschinen funktionieren nicht. All unsere Nahrung stammt von Überfällen auf Karawanen. Ich muss nach Hause und alle warnen, was hier wirklich los ist. Wir dürfen diesem Monster nicht helfen. Bringst du mich nach Hause? Okay, ich bringe ihn nach Hause. Wirklich Wahnsinn. Lass uns abhauen. Ja, guck mal, wie die rennt. Ah, sehr cool. Ich lade mal nach. Ach, man hat hier auch so ein Dauerfeuer. Durchladen, abspeichern. Ich nutze mal eben die Zeit, um hier Licht anzumachen, damit ich nicht im Dunkeln sitze. Einen Moment. Wobei ich gerade überlegen bin, ob ich nicht einfach lieber im Dunkeln sitze. Irgendwie sind immer noch zu viele Insekten unterwegs, leider. Und wenn ich die Balkontür zumache, ist es immer noch nicht kalt genug draußen, als dass es hier nicht sich aufheizt. Ob ich, ich lasse es. So. Was ist hier eigentlich drin? Egal, wir gehen jetzt erstmal zur Mutter und erzählen ihr die ganze Story. Bitte belästige mich, ich habe echt viel zu tun. Achso, nee, das ist sie gar nicht. Nein, sie ist doch nicht... Ich habe damit gerechnet. Jetzt muss ich damit fertig werden. Bitte erzähl mir alles. Meine Tochter hat mir alles erzählt. Ich kann es kaum glauben, dass Darion so ein Monster ist, nach all dem, was er für uns getan hat. Und wenn ich daran denke, dass wir ihm geholfen haben, seine Räubertaten zu verbergen, ich garantiere dir, das wird sich jetzt ganz schnell ändern. Ich habe bereits mit Zeke gesprochen. Er will dich sehen. Du solltest jetzt zu ihm gehen. Level up. Mein Ritter in strahlender Rüstung kehrt zurück. Naja, sie würde strahlen, wenn du sie gelegentlich mal putzen würdest. Und vielleicht solltest du auch mal wieder baden. Also was kann ich für dich tun? Ich wollte nur mal Hallo sagen, ich gehe gleich wieder. Moment, ich weiß, dass ich etwas vorlaut bin, aber ich möchte, dass du weißt, wie dankbar ich dir bin, dass du meinen Hintern gerettet hast. Vielen Dank, bitte gern geschehen. So. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich kleine Waffen dann wirklich noch höher skill, aber es wäre vielleicht gar nicht dumm. Ich überlege, eventuell Naturbursche, macht es dann nicht, dass man unterwegs sich öfter ausruhen kann, ob man auf die Viecher trifft oder nicht?
Vielleicht wäre es auch ganz clever, mal Schleichen zu benutzen und wenn eventuell nicht zu benutzen, sondern das mal zu skillen für einen Notfall oder sowas. Ah, du meinst, Naturbusch ist doch generell gar nicht so dumm. Vielleicht mache ich das einfach. Obwohl die auch vom Luck abhängen. Ja, hätte ich vielleicht mehr Glück skillen sollen. Aber ich fand es am Anfang so schwierig, dass ich echt dachte, auf Intelligenz wollte ich nicht verzichten und die anderen brauche ich halt, um zu kämpfen, so ungefähr. Auf Intelligenz und Charisma wollte ich nicht verzichten, weil da ja auch viele coole Sachen dann dadurch rauskommen. Na, dann skill ich Naturbursche und skill kleine Waffen noch ein bisschen höher. Ach, ab 100 braucht man 2 pro Skillpunkt. Ach du Scheiße. Ach, dann skill ich lieber erstmal die anderen Sachen hoch. Oder gehe ich auf 105? Ja gut, aber 95% ist ja halt auch eigentlich eine Prozentanzeige und nicht, ja, du hast dann halt immer noch Pech die ganze Zeit. Das Problem ist halt, wo sollte ich denn 3 Punkte noch wegnehmen? Ah, ich skill den Rest mal hier rein. Vor allem habe ich das Gefühl, dass wenn ich XCOM spiele, dass ich sowieso Luck 2 habe, egal was ich irgendwo skille. Ja, genau. Und mir sind halt diese Redenssachen halt eigentlich immer relativ wichtig. Ich habe ja am Anfang, wo ich das den ersten Charakter gemacht hatte, habe ich ja auch ganz viel von Kampf noch weggenommen. Stärke zum Beispiel wollte ich ja eigentlich überhaupt nicht haben. Aber dann schaffe ich halt dieses erste Dungeon einfach nicht. Okay, ich nehme an, der ist in dem... Der Zeke ist in dem einzigen richtigen Gebäude hier. Das größte Gebäude und der einzige, der hier anscheinend alleine irgendwo drin ist. Moment, ich hatte irgendwo eine Liste, wie viel Munition ich für welche Waffe habe. Ich will diese verdammte Tür öffnen und nicht das. Ich will nämlich mal gucken, ich habe ja jetzt ein Scharfschützengewehr gefunden, wo ich 223er Munition brauche. Okay, schaffe ich nicht. Mal gucken, wie viel Munition habe ich denn für 223er Munition, Waffen. Ich habe das aufgeschrieben. Sollte sich nicht nur Sachen aufschreiben, sondern sich vielleicht auch aufschreiben, wo man die aufgeschrieben hat.
Ah, 2, 2, 3. Das für das Scharfschützen habe ich 300 Schuss. Okay. Kann ich ruhig mal benutzen, ohne dass ich dann direkt keine Munition mehr habe. Rebecca hat mir erzählt, was du für sie getan hast. Ich möchte mich für die schlechte Behandlung entschuldigen, die du hier erfahren hast. Das war nicht fair. Was kann ich für dich tun? Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Arbeitest du für Darion? Ja, das ist richtig. Ich bin der Mittelsmann zwischen ihm und den Leuten hier oben. Allerdings bin ich nicht gerade stolz darauf, jetzt wo ich weiß, was er vorhat. Was willst du wissen? Wo ist der Bunkereingang? Dort hinten hinter der Tür. Aber die ist von der anderen Seite verschlossen und präpariert. Ich kann sie leider nicht öffnen. Warte mal einen Moment. Vor langer Zeit habe ich diese Keycard gefunden. Ich weiß nicht, wofür sie ist. Rebecca hat erzählt, du hast eine Tür gefunden, wo sie Chrissy festgehalten haben. Vielleicht kannst du mit dieser Karte öffnen. Hier, nimm sie. Ich habe sie doch schon gerettet. Was willst du gegen die Gangster tun? Nichts. Sie haben die Waffen, sie kontrollieren das Wasser und die Nahrungsmittel. Das bedeutet, sie haben alles unter sich. Punkt. Wir haben keine Möglichkeit und keine Unterstützung ohne die Hilfe von Darion. Wie könnten wir uns also gegen ihn stellen? Wir sind ihm ausgeliefert. Könntest du dir vorstellen, Handel mit der NKR zu machen? Das hängt davon ab. Woran hast du gedacht? Tretet der NKR bei, lasst sie euer Territorium annektieren und gewährt ihnen Zugang zum Bunker. Im Gegenzug sollen sie euch alles beibringen, was ihr braucht, um alleine überleben zu können, und sie sollen euch beschützen. Nicht schlecht, die Idee gefällt mir. Das ist ein guter Deal. Aber wenn du die NKR überzeugen kannst, ihm zuzustimmen. Das ist ein guter Deal, wenn du die NKR überzeugen kannst, ihm zuzustimmen. Aber einer muss sich um Darion und seine Kumpanen kümmern. Am besten jetzt, bevor sie merken, was los ist und Zeit haben, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Warum bringen wir das nicht hinter uns und ziehen Darion jetzt aus dem Verkehr? Dann kannst du den Überraschungseffekt zu deinem Vorteil nutzen. Ich denke, das muss gemacht werden. Boah, viel Glück und danke. Stimmt, es ist viel sinnvoller, wenn ich da jetzt alleine reingehe, als wenn die NKR da einen Trupp Leute mit richtig fetten Waffen irgendwie reinschickt. Was willst du wissen? Passiert hier sonst noch was in der Gegend? Da sind die Probleme mit der NKR, aber ich denke, der Deal, den du vorgeschlagen hast, wird sie lösen. Steht denn hier, wie viel? Also die macht hier 8 bis 16 und die macht 14 bis 34. Das klingt auf jeden Fall schon mal viel besser. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer hat die 2-2-3er Munition? Das ist die. Ich kann ja mal beide ins Inventar nehmen. Einmal für weiter weg und einmal für weniger weit weg. Sonst könnte ich eigentlich auch noch die Shotgun nehmen, weil die macht so wenig Damage, ne? Wobei doch, im Nahkampf ist die besser. Shotgun-Munition habe ich noch 140 bei. Oh, das war ja in, ne, New Vegas mit Antimaterie-Sniper. Pow! Ich habe ich nicht gerade Falle Deine gemacht und dann du Mission findest dient. keine Falle? Vielleicht sollte ich, muss ich das mehrmals machen? Wieso läuft er eigentlich weg, wenn ich hier auf die Tür klicke? Meint er denn den Baum oder was? Wenn ich hier mache, hier mache, hier mache, dann sieht er immer die Tür. Okay, genau hier hat er den Baum. Also hier oben links.
unmöglich, die Falle von der Tür zu entfernen. Aber wie oft löst denn diese Falle aus? Hätte ich mal Falle sehen sollen. Oder soll ich da mal dieses Metall, ne, wir haben da die Keycard bekommen. Jetzt soll ich die mal benutzen. Aber es klang für mich so, als ob er da die direkte Tür meint, wo Chrissy hinter ist. Und da sind wir ja schon durch. Trotzdem mal gucken, ob da irgendwas passiert. Kann man mit denen reden? Was zum? Ich kenne dich nicht. Wer zum Teufel bist du? Kann mich ausweisen. Ich heiße Pat und ich bin neu hier. Oh ja, tut mir leid, ich habe mich nicht so verkannt. Mach weiter. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Pat. Hier geht's noch nach oben? Wo geht's denn da hin? Ach. Ich das andere auswähle. Schießen die wahrscheinlich auf mich, oder? Okay, Schlauberger, du solltest jetzt treffsicher sein, hat er gesagt, aber das hin tut nichts. Dieses Terminal überwacht die Kraftfeldgeneratoren. Es zeigt an, dass die Einheit aufgrund eines Stromfehlers offline ist. Weg sagt gar nicht mehr, wenn ich was reparieren will, lass mich das mal machen. Wahrscheinlich ist mein Skill jetzt mittlerweile höher als seiner. Hallo, ich bin Doc Jones. Du kannst mich auch Doc nennen. Was kann ich für dich tun, Indianer? Möchte dich was fragen. Was möchtest du wissen? Arbeitest du für Darion? Ja und nein. Ich bin nicht ganz freiwillig hier. Ich bin ein Gefangener. Darion wird älter und braucht einen engagierten Arzt, der sich um ihn kümmert. Die Khans behalten mich seinetwegen hier. Ich würde lieber den Leuten oben in der Stadt helfen. Sie haben überhaupt keine medizinische Hilfe. Und dort gibt es viel zu tun. Das ist sehr lobenswert von dir. Was möchtest du wissen? Kannst du gehen, wenn du willst? Nein, ich sitze ja ziemlich in der Falle. Ich komme nicht mal weg, um meine medizinischen Vorräte aufzustocken. Darion schickt Leute, um alles zu besorgen, was ich brauche.
Tut mir leid, das zu hören. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin entführt worden. Ich war auf dem Weg von Bunkerstadt nach New Reno für einen wohlverdienten Urlaub. Eines Abends bin ich zu Bett gegangen und bin am nächsten Morgen gefesselt und geknebelt aufgewacht. Eine Woche später oder so war ich hier. Seitdem bin ich hier. Schwachen sind oft die Beute der Starken. Darion ist schlicht und einfach verrückt. Er hat mehr Wahnvorstellungen im Kopf als sein Hund Flöhe im Film. Soweit ich weiß, gehört er früher einer Gang an, die ebenfalls Kahns hießen. Sie haben dieses Mädchen Tandy entführt und hielten sie als Geisel. Ihr Vater hat sich darauf nicht eingelassen und heuert einige Söldner an, um sie zu befreien. Darion hat als einziger überlebt. Jetzt ist er paranoid. Er glaubt, dass Tandy draußen auf ihn lauert. Er ist von Rache besessen. Er will Tandy töten. Außerdem hat er Schuldgefühle, weil er abgehauen ist und überlebt hat und nicht mit seiner Gang gestorben ist. Die Liste ist endlos. Ich bin beeindruckt von deinem Wissen. Was möchtest du wissen? Du sagst, Darion hat einen Hund? Ja, er hat einen Hund. Wenn du mich fragst, ist er die hinterhältigste und abscheulichste Kreatur auf Erden. Aber er scheint Darion zu lieben. Also kann er so schrecklich auch wieder nicht sein. Danke für die Warnung. Komm wieder, wenn du irgendwas brauchst. Ach, kann ich mit ihm handeln? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich speichere nochmal ab. Eins? Es geht von hier aus auch nach oben? Warte mal. Komme ich denn da bei dieser Tür raus, die hinter dem anderen Typen ist, in dem illegalen Dorf? Achso, nee, das ist quasi hier das oben, okay. Ich bin ja schon eine Etage runtergefahren. Alter, das war ja dann 0, ja, stimmt. Okay, also der Bunker sieht einfach genau aus wie der andere Bunker, so wie es ja eigentlich auch sinnvoll ist, dass die alle eine gewisse Ähnlichkeit haben. Hier wohnen anscheinend irgendwelche Leute drin. Kahn-Gangster. Das heißt dann immer, dass es wahrscheinlich keine besondere Person ist, mit der es sich zu reden lohnt. Hier könnte man natürlich wieder überlegen, ob man was klaut oder so. Aber ich fahre mal nach unten. Okay, die Schränke sehen so aus, als ob da irgendwas Wichtiges drin wäre. Eine Wache und einen älteren Mann. Okay, das heißt, das ist aber wahrscheinlich der Darion. Könnte verschlossen sein. Ist er nicht. Wo ist das verdammte Bad? Okay, ist nichts verschlossen. Computerteile für Bunker 15. Okay, ich kann nicht alles tragen. Ach Gott, wieso laufen die denn da rüber? Achso, Computerteile waren ja immer doof, ne? Oder beziehungsweise waren nicht wertvoll. Da brauchte ich die für irgendeine Quest. Unterschiedliche Computerteile verschiedener Funktionen. Traum eines jeden Computerfreaks. Okay, die würde ich aber gerne mitnehmen, allein schon, weil sie sehr wertvoll sind. Achso, Quatsch, das hat er eher. Das kann dann alles so weg, was ich auch nicht vorhabe zu verkaufen am besten. Gebe ich ihm die Magnum mal?
beide geben. Gib ihm mal die andere Magnum auch noch und kann er sich überlegen, welche Magnum er lieber hat. Okay, und bevor ich da reingehe, spreche ich dann nochmal.